Die Inflation in den USA wieder einmal heißer als erwartet, aber die Wall Street feiert dennoch eine Party. Spinnen die? Ich habe lange über diese Frage nachgedacht. Spinnen die Wall Street Akteure ja oder nein? Und die philosophisch begründete, hochkomplexe Antwort: Ja, die spinnen. Aber natürlich gibt es Gründe dafür, warum das passiert ist, was heute erstmal passiert ist. Zwei Stück sehe ich da vorwiegend, dazu gleich mehr. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen, nachdem das dritte Mal in Folge die Inflationsdaten höher waren als erwartet. Aber die Wall Street stört das nicht so wirklich erstmal, wie es aussieht. Renditen steigen, Dollar steigt, Aktienmärkte steigen auch. Es wird nichts passieren, wir haben doch Nvidia, oder? Nvidia rettet uns, die Aktie heute wieder um und bei 5% gestiegen. Das zieht natürlich alles auch mit nach oben oder vieles mit nach oben, vor allem die Indizes mit nach oben. Und jetzt schauen wir mal, wie die spinnen und warum sie spinnen und was da genau der Fall ist. Wir sehen also hier 0,4 CPI zum Vormonat wie erwartet, aber vor allem Core, also Kernrate, 0,4 statt 0,3 erwartet und dann zum Vorjahresmonat mit 3,2 CPI höher als 3,1 erwartet und 3,8 höher als in der Kernrate als die 3,7 erwartet. Wir sehen, dass vor allem Shelter gestiegen ist wieder, also alles, was mit Unterkünfte zu tun hat, und Gasoline, also Benzin ist gestiegen. Das waren zwei maßgebliche Faktoren und hier vergleichen wir das Ganze nochmal mit der Erwartung der Analysten. Diese 0,4 CPI Headline, das war so erwartet worden, aber Core, da hatte kein einziger, oder war jetzt diese 0,4 schon eher ein Ausreißer nach oben, da hatte höchstens die UBS mit 0,39 hatte da den Nagel auf den Kopf getroffen und zum Vorjahresmonat die 3,8 hatte auch nur die UBS. Also wir sehen, das ist schon ziemlich am obersten Ende der Erwartungen gewesen, was wir heute gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die Güterinflation weiter zurückgeht, aber dieses Zurückgehen der Güterinflation, also für physische Waren kann man sagen, mit 0,3% zum Vorjahresmonat, das hat jetzt offenkundig erstmal gestoppt, dass hier deflationäre Impulse von ausgehen. Und wir sehen, dass die Serviceinflation zum Vorjahresmonat um 5,2% gestiegen ist. Das ist ein bisschen mehr als das, was sich die Fed eigentlich wünscht, zumal ja die amerikanische Wirtschaft vorwiegend Dienstleistung ist. Dementsprechend ist das besonders wichtig. Und hier sehen wir, dass das natürlich schon ein Problem ist für die Fed, vor allem hier im kurzen Zeitfenster sehen wir, dass das Ganze hier nach oben zeigt. Thorsten Swock sagt, das ist ein Problem für die Fed, weil eben die Durchschnitte hier jetzt wieder nach oben gehen. Und einer der Punkte war, wir sind ja zunächst mal, oder die Aktienmärkte, die Wall Street hat zunächst mal negativ auf die Zahlen reagiert, eigentlich logisch, und dann ist sie gestiegen, weil eben die Supercore Rate zum Vormonat etwas niedriger war. Supercore ist eben die Kernrate in der Dienstleistungsinflation ohne den Bereich Housing. Paul und andere haben immer wieder auf diese Supercore hingewiesen. Die war im letzten Monat extrem heiß, war ein absoluter Ausreißer nach oben. Heute war sie auch heiß, aber nicht ganz so heiß wie eben im Vormonat. Hurra, das ist doch mal ein super Zeichen. Unten sehen wir die Supercore zum Vorjahresmonat, auch da dieser Aufwärtstrend. Und insgesamt, seit Biden an der Macht ist, haben wir eine Inflation von 19%. Auch der gute Donald hat schon so eine Inflation gehabt, aber wir sehen, die Löhne sind um 15% gestiegen. Das heißt, faktisch hat man also 4% Kaufkraftverlust. Man hat hier bestimmte Dinge, die extrem sich verteuert haben. CPI Transportation, also Transport 34%, Asking Rents 19,5%. So viele Dinge, die teuer geworden sind, vor allem Autoversicherungen sind massiv nach oben gegangen. Also wir sehen, es war noch nie so teuer in den USA zu leben wie jetzt. Also ist Inflation offensichtlich kein Problem mehr. Doch, sagt die Commerzbank, die US-Inflationsdynamik zieht wieder an, verweist hier besonders auf den Dienstleistungssektor, wo sich laut der COBA steigende Lohnkosten eben durchaus bemerkbar machen. Das war daher, diese Inflationsdaten daher kein Ausreißer. Und so sagt die Commerzbank, der Markt überschätzt das Potenzial für Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Hier sehen wir nochmal die Supercore zum Vorjahresmonat, 4,5%.
Höchster Wert seit Mai 2023, klarer Aufwärtstrend. Und die Fed dürfte, wie die Commerzbank weiter sagt, weniger zuversichtlich sein als vorher, dass die Inflation nachhaltig in Richtung ihres 2%-Ziels geht. Das aber hatte Paul ja kürzlich noch gesagt, ist die Voraussetzung. Er hat dann eben am letzten Donnerstag vor dem US-Senat gesagt, ja, wir kommen näher, dass wir zu dieser Überzeugung kommen, aber vielleicht hat er dann auch diese Grafik gesehen. 43% aller Komponenten, die in der Inflationsberechnung berücksichtigt werden, sind zum Vormonat mehr als 0,4% gestiegen. Das ist eine Menge Holz, 0,4 zu einem Monat. Vormonat ist schon mal ein richtiger Schnaps. Also wir sehen auch hier, da ist von Beruhigung keine Rede in Sachen Inflation. Diese Inflation ist viel sticky, ja, die ist viel klebriger, als man sich das vorgestellt hat. Deswegen sind diese Fantasien in Sachen Zinssenkungen von Anfang an sehr, sehr optimistisch gewesen. Und hier sehen wir schlichtweg eben diesen Aufwärtstrend. Transportation, vor allem Used Cars, Trucks, Prices und so weiter, all das hat hier eine Rolle gespielt und dementsprechend wird es, wie Fitch eben sagt, für die Fed schwer hier wirklich eine Verbesserung zu sehen. That's not the direction the Fed wants to see, sagt man hier bei Fitch, also dieser Ratingagentur. Dennoch sehen wir Gewinne an der Wall Street und unten sehen wir hier mal das, was Goldman Sachs erwartet hatte. Also zweitunterste Spalte 0,36 bis 0,4%, das ist ja dann 0,4% geworden. Eigentlich zu erwarten gewesen, dass der S&P 500, der SPX, ein Dreiviertelprozent verliert. Aber dann sagen manche, naja gut, war ein bisschen heißer, zwar schon zum dritten Mal in Folge, was die Inflation betrifft, aber das wird doch nicht sie abhalten, die Fed dann im Juni die Zinsen zu senken. Aber was passiert im Juni? Da ist noch relativ lange hin. Da kann sich die Wirtschaft wieder heißer, kann die Wirtschaft wieder heißer werden oder deutlich abschwächen. Die Inflation, all das, was da noch kommt, das wissen wir eben noch nicht. Und hier sehen wir mal die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinssenkung der Fed im Mai, also am 1. Mai bei dieser übernächsten Sitzung. Die nächste ja ist nächste Woche, nächsten Mittwoch wird das Ergebnis verkündet. Jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bleiben, am 1. Mai auch, liegt bei 90,8%. Vor einem Monat war die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sinken, bei 52%, jetzt bei 9%. Wir sehen also, wie sich das Ganze sich hier verändert hat. Also trotz nicht, wie soll man sagen, animierter Zinssenkungserwartungen geht die Wall Street heute nach oben. Und ein Grund dafür dürfte sein, dass viele gefürchtet hatten offenkundig, oh, die Inflation, die könnte doch heißer ausfallen, als man erwartet. Deswegen sichern wir uns mal ab mit Puts. Das sehen wir hier von Michael Kramer thematisiert. Das heißt, man löst dann diese Absicherungen auf, wenn man dieses Event Risk hinter sich hat und nichts Dramatisches passiert ist. Hier sagt zum Beispiel das Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos vom Wall Street Journal, naja, also ändert ja nicht die Erwartung so großartig, dass die Fed im Juni die Zinsen senken wird. Und das ist eben aber, oder ein Faktor aber sei, dass die Fed ihre Projektionen, ihre PCE-Projektionen für 24 ändern wird. Und wir haben nächste Woche die Fed-Sitzung, wie gesagt. Und immer März, Juni, September und Dezember gibt es Projektionen über Inflation und Wirtschaftswachstum. Also, was wir heute gesehen haben, dürfte dann in die Erwartung der Fed einfließen, wie sie die weitere Inflationsentwicklung einschätzt, nämlich vermutlich ein bisschen höher nach den drei letzten Inflationsdaten. Hier sehen wir mal CPI, also die offizielle Inflation war 3,2% zum Vorjahresmonat, aber Car Insurance, also Autoversicherungen, plus 20,6%. Das ist ein Grund wohl, warum Warren Buffett sich mit Berkshire Hathaway noch gut hält, weil er viele Autoversicherer in seinem Depot hat. Da vergessen viele, dass Apple ja ein echtes Klumpenrisiko ist von Warren Buffett, aber 20,6%. Das heißt, diese Firmen verdienen noch super oder verdienen hier super Geld. Transportation 9,9%. Hospital Services 6,1 und so weiter und so fort.
Also mal sehen, wie die ganze Geschichte da weitergeht. Wie Sven Hendrik hier sagt, niedrigere Inflation, der Markt steigt, höhere Inflation, der Markt steigt, tiefere Renditen, der Markt steigt, höhere Renditen, der Markt steigt auch, tieferer Dollar, der Markt steigt, höherer Dollar, der Markt steigt auch und so weiter und so fort. Wir sehen nämlich hier die 10-jährige Anleiherendite, die deutlich nach oben geht, 4,16%, so eine bullische Wedge, die sich hier angekündigt hat, aber der S&P 500 oder die Aktienmärkte an der Wall Street steigen auch. Ebenso sehen wir, dass der Dollar zulegen kann. Und das wird eben wichtig sein, wird dieser Ausbruch aus dieser fallenden Wedge gelingen, sowohl beim Dollar als auch bei der 10-jährigen Anleiherendite. Sollte das passieren, wäre es negativ für die Aktienmärkte. Sollte es nicht passieren, dann wäre das natürlich total positiv. Aber wir haben Nvidia, 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 meine Damen und Herren. Wie oft haben Sie heute schon KI gesagt? Glauben Sie mir, es geht Ihnen besser, wenn Sie mindestens einmal in der Stunde KI sagen. KI ändert alles, KI wird das neue Heilsgeschehen sein. Wir sehen hier Nvidia 5%, über 5% im Plus. Und schauen wir uns mal an, was die Umsatzsteigerung von Nvidia ist. Natürlich sehr respektable 1320%. Net Income hat sich gesteigert um 5860%, aber der Aktienkurs hat sich um 19.970% in den letzten 10 Jahren gesteigert. Da ist vielleicht ein gewisses Mismatch, aber das hält zum Beispiel die Bank of America nicht davon ab, jetzt das Kursziel für den S&P 500 im Jahr 2024 zu erhöhen. A potential virtuous cycle forming from AI investments. Also da wird KI gesagt, meine Damen und Herren, und Sie sehen, die haben dann gute Laune. Also KI, 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 sagt es so oft es geht. Und vergesst dann, dass die Mehrheit der Aktien den S&P 500 underperformt, also sagen wir mal die 493 oder die 490 Aktien, die waren bis vor kurzem, hatten nur 12% dieser Aktien den S&P 500 selbst outperformed. Der Rest kam nur durch die Dickfische, durch die Magnificent Seven. Jetzt haben wir Tesla verloren, vielleicht Google verloren, Apple verloren. Und jetzt sehen wir, dass es ein bisschen sich erholt hat auf 24%. Aber das ist schlechter als auf dem Tiefpunkt im Juni 1999. Da war ja auch alles toll und da war Tech die ganz heiße Geschichte. Dementsprechend kann da nichts passieren. Interessant auch das, was Jamie Dimon ja gesagt hat. Also Recession is not off the table, ist noch nicht vom Tisch. Und wir haben heute die NFIB-Umfrage bekommen. Also kleine Firmen, die gefragt werden, wie ist die Stimmung, wollt ihr einstellen, plant ihr Einstellungen, plant ihr Entlassungen und so weiter. Und wir sehen, das ist massiv nach unten gegangen, ist heute veröffentlicht worden. NFIB, Job Openings oder Openings Hard to Fill. Job Creation Plans deutlich nach unten gegangen. Also da sieht man, dass der Arbeitsmarkt möglicherweise schwächer ist, als man denkt. Vielleicht kann die Fed dann auch die Zinsen senken, okay. Aber dann wäre vielleicht auch das Soft Landing eben ein Problem. Und Soft Landing wäre auch etwas, das der Elon derzeit gut gebrauchen kann. Also Elon Musk. Trump hat, wie heute berichtet wurde, in der Washington Post, wohl dem Elono seine True Social Plattform angeboten, ist aber nichts draus geworden. Der hat dann viel mehr Twitter gekauft und geixt. Und hier sehen wir mal, auch da scheint es ein bisschen bergab zu gehen. Nur 19% der Amerikaner nutzen Twitter. 2023 war es noch 27. Damit ist nicht gesagt, dass dann weniger oder die Leute, die es nutzen, weniger nutzen, aber es nutzen insgesamt eben weniger. Ich finde Twitter nicht schlechter, seit Musk es übernommen hat. Und ich mache viel mit und über Twitter etc. Viele Grafiken, die wo Sie da sehen, die sind von Twitter, also von X. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch der DAX, der ja dann in Richtung 18.000 gestiegen ist. Hier sehen wir wöchentlicher RSI, wie Sven Hendrik hier hinweist, auf dem höchsten Stand seit 2015. Erinnert ihn so ein bisschen an das, was dann im April passiert ist, als der Index gepiekt hat, um dann bis Oktober zu fallen. Aber das ist natürlich reiner Zufall, dass wir hier ein bisschen überkauft sind, ein bisschen viel Euphorie im Markt ist. Nehmen Sie das nicht ernst, meine Damen und Herren. Top-Einstiegspunkt in den DAX mit Sicherheit. Inflation höher, Aktienmärkte steigen. Analysten erklären, was ist da eigentlich los? Erste Empfehlung als Artikel, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, und das ist auch super, der Robertino Habeck. Der will jetzt über sogenannte Klimaschutzverträge die Verluste der Industrie wegsubventionieren, die er selber letztendlich mit seiner Politik mit verursacht hat. Das ist eine herrliche Planwirtschaft. Mach etwas teurer, dann subventioniere die Firmen, die unter dieser Verteuerung leiden.
Das Ganze geht dann auf Kosten der Steuerzahler, weswegen man dann natürlich die Steuern anheben muss und so weiter und so fort. Wenn Sie diese Artikel gut finden, meine Damen und Herren, würde ich mich freuen, wenn Sie die teilen in den sozialen Netzwerken, wenn Sie den Artikel aufrufen, da sind so Buttons, X und was da alles dabei ist, Twitter, Facebook, alles ist dabei. Also diese beiden Artikel mit der Bitte, wenn Ihnen das gefällt, das zu teilen. Und wenn Sie unbedingt wollen, dann können Sie auch den Finanzmarktwelt YouTube-Kanal abonnieren. Aber nur, wenn Sie echt unbedingt wollen. Ich sage Servus, ciao.